Ja, herzlich willkommen zu meiner ersten Audiokommentar-Live-Session zu einem wirklich wichtigen Part, nämlich zu Fear the Walking Dead. Ist es total ungewohnt, weil ich habe hier Kopfhörer auf und dementsprechend habe ich mich immer nur etwas gedämpft, aber wir kriegen das mit dem Plappern schon los. Es ist nicht so, dass es jetzt meine erste Aufnahme wäre, da es ja auch das erste Mal für mich ist, dass ich das hier mache. Ist es schon die zweite Runde? Nach 10 Minuten habe ich bei der ersten Runde gemerkt, dass der Ton nicht mehr mitläuft. Ich hoffe, das wird jetzt diesmal anders. Deswegen kann es gut sein, dass ich mal dahin gucke für den Ton und dahin für das Bild. Ihr könnt euch Fear the Walking Dead auf Amazon Prime anschauen. Und wer ein Prime-Abo hat, der kann sich das als kostenlos anschauen. Jeden Montag um 20 Uhr. Es ist ein 18er-Inhalt, deswegen muss ich jetzt gleich den PIN eingeben, um das direkt ansehen zu können. Und dann zähle ich bis von 5 runter auf die 1. Und dann schauen wir uns das zusammen an. Dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, gleichzeitig die Folge anmachen auf Amazon Prime und habt meinen Audiokommentar dabei, was ich davon halte. Ich will auch nicht zu viel Infos vorausspoilern. The Walking Dead ist eine sehr erfolgreiche Zombie-Serie von Robert Kirkman, von dem auch die Comics sind, die ich auch hier schon das öftere Mal besprochen habe. Und auch die Serie habe ich ein, zwei Mal, glaube ich, schon mit besprochen. Und ja, ich habe mich nicht zu viel vorspoilern lassen, was jetzt genau der Inhalt dieser ganzen Sache ist. Ich weiß nur, dass es vor den Ereignissen von The Walking Dead spielt und heißt Fear the Walking Dead. Deswegen nenne ich jetzt diese ganze Aktion, wenn ich es vielleicht auch noch häufiger hinkriege, Fear the Walking Dead mit Audiokommentar und einem Recap danach zu besprechen, den vierten Tag oder vierter Tag und vierter mit F-E-A-R wie die Angst, ne? Fear the Walking Dead, vierter Tag. Wow, fast so kongenial wie Bad Monday. Das war, glaube ich, die Aktion damals für Breaking Bad. Und ja, dann gebe ich jetzt hier dreimal schon meinen PIN ein und die vierte Stelle mache ich nach 5, 4, 3, 2, 1, go. Jetzt beginnt bei mir das Bild aus dem Schwarz zu laufen. Ab jetzt sehe ich ein Bild, eine Frau, die liegt im Bett und das ist nicht die Frau, das habe ich mir erstmal auch schon gesagt, das ist der Kerl. Es sieht mir aus wie die Frau. Oh. Ja. So sieht's also aus bei mir, wenn ich für euch eine der Komiker-Rezension mache. Und der Kerl ist jetzt auf der Suche nach einer Frau namens Na? Wie heißt sie denn? Ah, erstmal aufstehen, ist schon anstrengend. Hipster-Style mit diesem Hemdchen, was da so rumflattert, oder? Ich weiß es nicht. Wie nennt man sowas? Androgyn? Dauert aber lang, bis er den Namen ruft. Jetzt bei der ersten Runde weniger. Ja. Bitte, schön, alles sehr schön. Da hat der Makler immer mal echt übers Ohr gehauen. Gloria. Gloria ist für mich das neue Carl am Anfang. Na gut, der Typ wacht einfach so auf. In der ersten Folge kennen wir sonst ja auch nur von einem gewissen Rick Grimes, der im Krankenhaus aufwacht. Wobei es da ja noch eine Vorszene gab. Der Schrei ist wahrscheinlich ein Wilhelm Scream. Sucht man nach Wilhelm Scream oder Wilhelms Schrei, die werden immer angewendet bei sowas. Das sind diese typischen Frauen, die dann immer schreien, wenn eine Frau mal schreit. Aha! Ist das ein Piano, was einfach so auf der Treppe runtergeschoben steht? Puh, die Musiker von heute sind so exzentrisch. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist denn die Gloria? Ist wie ein Wimmelbild, hä? Vielleicht hat die Gloria was mit dem Typen zu tun. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, wenn wir das 18er-Rating haben, weil wir hier sehr viel über Anatomie kennenlernen. Ist sie da? Ist sie da? Versteckt sich vielleicht dahinter? Gloria, was ist denn jetzt?
Was ist das? Ein Schürhaken? Was man in so einer Kirche alles findet. Das ist ein Kerzenständer. Schade, dass keine Vampire jetzt kommen. Gut, die wären auch nicht in der Kirche, die dürfen ja gar nicht, ne? Bläst sie ihm ein? Nein, sie bläst ihm keinen, sie beißt ihm direkt was raus. Harte Sache. Sollte man mal einen Zahnarzt drauf loslassen. Oh, ist das geil. Wenn sie da kommt mit dieser krassen, krassen Musik im Hintergrund. Das ist schon echt krass. Oh, das dröhnt so richtig. Das Horn von Inception lässt grüßen. Und jetzt muss Forrest laufen. Meine Mama hat immer gesagt, wenn eine Frau dir die Haut vom Gesicht reißt, mit den eigenen Zähnen, dann solltest du die Beine in die Hand nehmen. Aber nicht sprichwörtlich. Cooler Effekt, diesen Flatter-Flatter soll das Adrenalin wahrscheinlich darstellen. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Ghoul. Das sind diese Sklaven von Vampiren. Treffer. Knock, knock. I'm the one who knocks. Tja, jetzt die goldene Frage, wenn die Kamera weg ist: Wo kommen denn all die Leute her? Ich glaube, das ist. Einer davon ist auf jeden Fall der Fahrer. Aber wie hilfsbereit die armen Leute in Amerika sind, hätte ich nicht gedacht. Hier in Deutschland würden sie wahrscheinlich alle weggucken. Tja, AMC Presents. Sehr viel grafischer. Sehr viel mehr so comichafter, während ja der Walking Dead Trailer mehr so die Ortschaften und sowas zeigt. Und jetzt kommt die Standardfamilie. Hallöche. Wo musst du den Handtuch anhaben? Was jetzt, Alicia? Nicht mit den Türen knallen. Erinnert mich an meine Schwester. Die typische Familie. Mutti kümmert sich um alles, der Vater repariert mein Rohr und die Tochter ist scheiße. Fehlt nur noch einer. Glutenfrei. Wir merken uns glutenfrei. Ich dachte mal, es heißt Gluten. Du hast ein Rohr repariert, jetzt zeig mir deins. Es klingelt. Verschwörerisch schaut die Frau auf das Telefon. Als ob sie schon wüssten, dass irgendwas Tragisches dran kommt. Und jetzt kommt sie auch noch im Handtuch rein. Als wüsste jeder hier im Raum, dass der Anruf irgendwas Wichtiges enthält. Warum muss man eigentlich in Krankenhäusern immer rumlaufen? Seit Emergency Room ist das jetzt wirklich durchgängig so, oder? Ärzte sollten Kilometergeld verlangen. Nick heißt der Sohn. Nick. War das ein Gag? Hallo, Bettnachbar. Macht einen guten Eindruck, ja? Ja, aber du siehst nicht aus wie ein Kenianer.
Philosophische Sprüche von Teenagern, das Beste, was es gibt. Ah, ein paar lustige Sprüche. Lässt die Polizei sich sowas gefallen? Na klar. Ich lieg gern so. Du bist nämlich scheiße. Okay, wir merken, das ist Patchwork. Und wir wissen, Patchwork kann nie funktionieren, ist ja die Regel. Wie die Kinder einmaßen. Was ist schwierig getan? Wir lieben Patchwork, Patchwork. Aus meinem Wochenende und du musst kommen. Boah, pubertäre Kinder können jetzt nicht einfach alles überspringen. Schlappschwanz. Boah, der Kerl, der tut mir jetzt schon ein bisschen leid fast. Lüge. Zwinki. Gab kurz einen Aussetzer. Danke, Unity Media. Ich liebe es, wenn Charaktere alles Wichtige nochmal extra explizit miteinander besprechen müssen, damit jedem Dumbatz das auch klar ist. Amerikanisches Fernsehen. Ich hoffe, stört euch nicht, ich muss was trinken. Mir fehlen so ein bisschen die Snacks, finde ich hier. Damit ihr auch schöne Kaugeräusche oder sowas habt. Ich hätte jetzt voll Bock auf so ein, weiß nicht, so ein Stück Haul. Am besten aus dem Zahnbereich. Kopfhörer. Die Waffen einer pubertären Teenagerin. Der ist fixiert.
Ich liebe Nullbock-Mentalität an allen Orten. Nur die armen Patchwork-Eltern müssen immer hinterherräumen. So, jetzt kommt einer meiner Lieblingscharaktere. Ich glaube, der Direktor sieht aus wie Barack Obama. Also, oder ein schwarzer Typ mit einer schlechten Barack Obama-Maske. I'm the President of the United States and you have to go into class. Wir warten nicht auf die Fliege, die er zerquetschen kann. Wie damals Obama. Ach, wieder diese Freaks, Jungs. Was hast du in der Tasche? Ein Gameboy? Nein, Miss Donovan. Ich bin zu freaky, um mit Ihnen zu reden. Ich muss die ganze Zeit deswegen komisch gucken. Oder deprimiert. Ich onaniere heimlich mit einem Foto von Ihnen. Entschuldigung. Ein Messer. Ein Küchenmesser von der Oma. Zu mehr hast es nicht gebracht. Hübsche kleine Holzfigur. Nein, der Koch. Ich will ihm Messer bringen als Geschenk. Weil ich bin ein Freak und nicht Granate. Ich lese diesen Comic, The Walking Dead heißt er. Warum sind immer die Bekloppten die Einsichtigen? Oder Wrestling. Dieses Netz, was ist das? Danke, liebe regierungstreuen Idioten. Siehe Flüchtlingskrise bei uns in Deutschland. Die Regierung würde immer was sagen, ne, Frau Merkel? Das habe ich schon bei der ersten Runde nicht verstanden. Warum liegen die 77 Cent jetzt da? Weil keiner mehr Geld braucht? Irgendwie, weil ja eh die Zombies bald kommen. Du kein Bock, aber ich finde die Jungs cool. Die scheiße Brain. Sag ja. Weißt du, er malt dieses ganze Pferd und sonstiges an und schmiert dann einfach einen von diesen Graffiti-Text drüber. Das hört der Mann immer wieder gerne. Die Szene war nur dafür da, zu wissen, die beiden sind zusammen. Dankeschön.
Nick sieht auch immer. Nick sieht immer fürchterlicher aus. Oh, ich war bei Germany's Next Topmodel in meinem Traum. Oh Gott. Danke. Zu viel Pizza? Alle Garten Resting gemacht. Come on, bring it. Gloria. Ich glaube, wenn man es ausspricht, dann hört sich sehr lächerlich an. Hallo sagen. Ja, es klingt wirklich was lächerlich. Da bist du nicht ein bisschen ballerballer. Auch nicht besser, ne? Schön, dass dein Inneres sich eh langsam nach außen wölbt, wie man hier oben sieht an der Kopfseite. Das will keiner, mein Freund. Schöner T-Shirt-Spruch. Ich will aber nicht irre sein. Jetzt habe ich auf den Namen von dem Typen manchmal im Kopf. Travis. Jetzt muss ich noch der Frau rausfinden. Ich habe es bestimmt überhört. Irgendwo zwischendrin habe ich gelabert und da wird bestimmt gesagt, ist Cindy, Mutti, vielleicht heißt sie auch Gloria 2, weil die Leute sehr kreativ, sehr unkreativ waren im Drehbuch. Gloria, die Fortsetzung. So kommt man auch schnell zum Klo. Tja. Er will sie also überzeugen, ob das stimmt, was er gesagt hat. Weil entweder ist Nick bescheuert oder er ist bescheuert unter Drogen. Keine schöne Aussicht. Gut, dass Mutti da ist. Mutti glaubt immer an ihren Sohn, oder? Wie heißt du nochmal? Da ist schon wieder der alte Mann, ne? Der wird immer wieder kurz gezeigt.
Das Klavier. Das ist aber ein anderes Klavier, oder? Weil wir hatten ja schon mal eins im. Das war ein Piano oder was auf der Treppe stand, oder? Schon ein bisschen seltsam. Piano und Klavier? Es ist also eine zu der Kirche angeschlossene Musikschule. Komme ich da richtig mit? Ob Gloria noch ihr Picknick macht? Scary. Das Piano. Scheiße, habe ich den Herd angelassen? Hm. Blut auf der Treppe, Blut an den Wänden. Ob Travis nachher auch Blutstuhl hat? Gloria! Selbe Szenerie, Travis. Ja, ich glaube, Gloria hat fertig gegessen. Treffer. Boah, Alter, ekelhaft. Geht auf jeden Fall mal die Pfoten waschen. Sobald man in der Kirche ist, sagt man immer was zum Teufel anstatt Herrgott nochmal, oder? Jetzt kann wahrscheinlich in den USA Werbung. Ist die Wunde auf einmal wieder weg da oben? Dass da auch keiner der Krankenhausmitarbeiter irgendwas sagt, wenn eine Frau einfach die ganze Zeit neben dem Kranken liegt. Ah, vielleicht ist die Wunde doch da und wir haben gerade eine schlechte Kameraperspektive. So. Gespräch zwischen zwei Nullbocklern. Hass, 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 Hass. Hass. Hass, Hass, Trauer, Frust. Fürsorge. Bisschen Hass. Haha. Deswegen gehst du nach Berkeley. Das sagst du jedes Mal. Frust, Frust, Frust. Wille, was zu verändern. Glaube ich dir eh nicht. Hehehe. Was ist hier eigentlich los? Das ist krass, oder?
Dummer Spruch von Teenager, ja? Beeilung, wir sind spät dran. Das ist eine Drogenhölle. Sowas passiert da halt einfach. Da ist auch so ein Tagesordnungsplan. Blut auf der Treppe verlieren. Mit vollgekackten Windeln rumschmeißen. So ist das halt in Drogenhöhlen. Tja, wie sehr du es auch versuchst. Vor allem bist du immer scheiße. Keuscher amerikanischer Kuss, hallo. Warum sieht er für mich eigentlich aus wie so ein kleiner, wie so ein Sitcom-Star oder sowas? Oder wie aus Heroes importiert? Nee. Nein, Mohinder. Der Angeforderte? Ja. Yeah. Du kannst mir eh nicht helfen, du bist scheiße. Ich finde dich scheiße. Wie kommt man denn darauf? Und warum muss man sich so eine außergewöhnliche Plattform suchen? Dann bist du blind. Wie bist du darauf gekommen? Na, reicht manchmal auch aus. So argumentiere ich dauernd. Damit hast du nichts zu tun. Ja, ich habe einen großen Zauberstab. Knickknack. Ja, aber ich bin noch Jungfrau. Ich hoffe, wir gucken nur Hello Kitty. Ist übrigens nicht abwaschbar. Zombie-Tauben. Ich mag es. Es ist gleichzeitig so ein bisschen gute Musik, aber du hast im Hintergrund dieses, das immer so ein bisschen bedrohlich wirkt. Tja, wen würde wohl am ehesten fragen? Etwa den schlafenden Schüler? Aber Russell weiß trotzdem Bescheid, oder?
Er hat zwar geschlafen, aber ist der, der die richtige Antwort am ehesten hat? Natürlich. Das hätten sie bei mir in der Uni mal öfter sagen sollen. Boah, wenn es auf dieser Tür draufstehen würde, don't open dead inside. Oh. Ist das nicht Präsident Obama? Ketchup! Du bist so Barack, Mann. Ja, also diese Szene war natürlich total darauf angelegt, ob jetzt wirklich ein Zombie oder sowas mit ihm aus ihm geworden ist oder sonst irgendwas. Ja, mehr hat die Szene auch wirklich nicht gebracht, außer, auch könnte er jetzt ein Zombie sein oder nicht. Mehr war da eigentlich nicht. Also nicht, ich weiß nicht, ob die so sinnvoll war. Ob drüben schon Zombie-Opa wartet? Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie im Kackbeutel überreicht hätte. Hundekotbeutel. Ja, man muss, glaube ich, als Mann eine Hand frei haben, um den Penis auch in die Richtung zu halten, weil man kann ja nicht gleichzeitig, man kann ja nicht alleine kacken. Man muss mal pinkeln dabei. Ist so. Ist so. Probiert's aus. Aber es ist auch sehr sinnvoll, die eine Hand schon abzumachen, weil damit kann er sich natürlich mit der anderen auch frei machen und mal sehen, was jetzt passiert. Surprise, Bitches. Oh, ich habe am Anfang gedacht, hoffentlich ist da keine Scheiße drin. Was jetzt? Wir haben Opa nicht viel gesehen, aber Opa war schon ziemlich am Gammeln. Wäre das lustig gewesen, wenn er mit dem Kopf in dem Eimer drin stecken geblieben wäre. In der Kackpfanne. Oh je, ist viel zu spät jetzt. $0,77? Das war gerade ein komisches Bild. Hat da jetzt eine Oma ihren Sohn irgendwie, also eine Mutter ihren Sohn gestreichelt? Und was war mit dem Typen los? Müssen wir mal Stopp machen beim nächsten Mal. Also die Spannung, die hier so ein bisschen raus suggeriert wird bei diesem Prequel, ist nicht dieses, die Zombies kommen in Wellen und sind dann die Riesenbedrohung, sondern das hier ist filigrane. Wo ist der nächste Zombie? Wo ist diese eine Zombie? Man weiß ja noch gar nicht, wo es kommt. Und jetzt bei diesem schönen Schwenk hat man schon gedacht, so, okay.
Ja, mit der Stadt wird noch was passieren. Er ist weg. Kann ich nichts machen. Warum? Der Theorie nach kommt der Täter immer wieder zurück an seinen Ort des Anfangs. Na gut, vielleicht will er einfach nur gucken, was mit der Frau da los ist. Na? Ja, es gibt immer wieder diese kleinen Hinweise, ne? Wie gerade dieses vermisste Kind oder dieser langsam gehende Penner, die immer wieder von dieser Gefahr so ein bisschen ausgehen. So ein bisschen wie bei Shaun of the Dead, wo es ja lustig gemacht worden ist. Es ist hier so langsam. Und sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube, wir wüssten auch nicht so ganz, wenn solche Anzeichen da wären, ob wir sie sehen würden. Oder? Wüsstest du es? Vielleicht ist um die Ecke schon der nächste Zombie. Und eigentlich sind wir schon in der Zombie-Apokalypse. Presented by RTL-Programm. Zum dritten Mal in der Kirche. Bravo. Denn ich bin ein Medium. Genetikdiskussion, während man eine Treppe hochläuft. Gang und gäbe. Ich muss bei der Situation gewahr werden. In dieser Drogenhölle. Hat doch alles, was er braucht. Ein Piano auf der Treppe. Na, greift ihr doch mal ein Buch, vielleicht hat er sich wenigstens weitergebildet. I fixe Besteck. Nein, alle Spritzen sind leer, ich hätte gern auch was. Der gute Kelvin. Na, auch ein paar Spritzen gefällig. Ja, das Schwein. Lügen Sie mich an?
Mal gucken, wie lange wir noch haben. Ah, noch 20 Minuten. Das kriegen wir hin. So, der gute Niggi, der hat ja aus seinen Fixer-Verkäufen auf jeden Fall sich schon mal ein neues Handy leisten können. Oder ist es sein jetziges Handy? Die sieht so richtig fertig aus. Also, nein, in jeder Szene wird es mit diesen Hautblessuren immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob das Vorstufe zum Zombie-Sein sein soll. Das wäre das erste Mal. Es ist für mich eher so, als hätte er wirklich irgendwie richtig schlimm gepanschtes Zeug bekommen. Das stand kurz, du wärst besser tot. Sprich, sie haben sich verabredet und der blöde Wichser ist nicht gekommen. Blöde Arsch. Voilà. Ich muss mich zwischendurch mal ein bisschen bewegen. Es tut langsam weh, so die ganze Zeit so zu sitzen. Er möchte ein Mysterium bleiben. Hast du denn genug Spritzen zu Hause, Mutti? Ah, andere Töne mal. Ne? Ich glaube, nachdem sie gesehen hat, was der Sohn alles angestellt hat, ist es schwieriger, so jemanden wieder ins Haus zu lassen. Ah, diese Therapie, damit lösen wir alles. Der angeforderte Psychotherapeut. Ich mach das, weil ich dich liebe. Noch keuscher geht's nicht, ne? Sieht aus wie der typische Autobahnstau. Aber mit Flugzeugen? Ja, für einen Raser extra ein Flugzeug? Und hier habe ich zwischendurch gedacht, boah, wäre das geil, wenn bei den Polizisten jetzt Rick Grimes dabei wäre. Aber das kann ja nicht sein. Weil die Sachen, die jetzt gleich kommen, die kann Rick Grimes ja nicht erlebt haben. Rick Grimes kommt, weiß gar nichts von dem ganzen Driss, der passiert. Deswegen wichtige Info, diese ganze Serie spielt, während Rick Grimes im Koma liegt. So steht es jedenfalls. Vielleicht ist es auch als Miniserie dementsprechend angelegt, das kann ich nicht sagen. Entschuldigung, ich habe heute gelesen, dass Robert Kirkman ein Anti-Marvel-Universum erschaffen will. Ich weiß nicht, was das heißt, aber vielleicht will er es nicht verbinden, das wäre auch okay. Tja, wenn der Präsident das sagt. Immer dasselbe. Danke für Ihre Hilfe. Ich möchte Sie ganz doll knutschen. Ganz doll. Nichts stirbt, was ewig lebt. Ja, man sieht halt nie das Gesicht, ne? Da sieht es ja wirklich fast so aus, als wäre es halt ein ganz normaler Kerl. Sieht schon ein bisschen krass aus von oben. Wäre das bei uns so, dass alle Leute sich in einem Zimmer versammeln, um sich dieses Video anzugucken?
Ich weiß nicht. Hey, Niggi! Niggi war einkaufen. Ist sie jetzt eigentlich Lehrerin oder läuft sie den ganzen Tag nur mit einem Funkgerät rum? Ist sie Sicherheitsbeamtin? Okay, das habe ich ein bisschen verpasst. Ich habe nicht so ganz mitbekommen, dass ihr Freund sich nicht mehr gemeldet hat. Tja, immer wenn sie eine Person nicht meldet, habe ich natürlich direkt so die Zombie-Karte im Kopf. So, das ist ein Zombie, das ist ein Zombie, das ist ein Zombie. Aber mal sehen. I'm mad about you. Okay, der Direktor gibt eine Durchsage durch, in der er sagt, das ist nur ein halber Schultag. Und wenn die Klingel klingelt, ist die Schultag vorbei. Dann klingelt die Schulklingel jetzt gerade und der Schultag ist vorbei. Warum sagt er denn nicht einfach, der Unterricht ist jetzt beendet? Muss man dafür sagen, dass es ein halber Schultag ist? Man merkt also, es ist irgendwas im Aufbruch, irgendwas wird jetzt passieren. Die Leute werden auf jeden Fall hektisch und nervöser, aber keiner weiß, was eigentlich los ist. Krass, wie die Schulen in Amerika ausgestattet sind, wenn sie so ein Funkgerät haben und Sicherheitsding. Da muss echt die Party abgehen in Amerika. Hey! Chester Schwabbelpott, der alles vorher wusste. Ich hab's ihnen ja gesagt, ich hab's ihnen ja gesagt. Hallo! Tja, auch in der Zombie-Apokalypse wirst du weiterhin ein Weirdo bleiben. Was ist das Problem? Hey, Niggi. Geht's so einer schönen dudelnden Musik? Er hat wirklich so was Joker-mäßiges an sich. Oder einfach nur irgendwas total, ich bin behindertes, ich kann's nicht sagen. Er könnte sich aber auch so gut hier die Mundwinkel anschneiden, dann wäre er für mich Joker. Ist das derselbe Typ, der Flamingos hat und sein Auto gereinigt hat? Sieht so aus. Hey Nick, wusstest du, dass ich Chemielehrer bin und Crystal Meth koche? Damn, damn, damn. Ich suche gerade hier meine Schuhe. Tic-Tacs. War es Tic-Tac mit einer Geschmackssorte?
Ist klar. Leckeres Eiswasser. Mein Gott, wenn man so freundlich gezogen wird. Ich auch. Alles weggespritzt. Ich traue dem Cappy Man nicht. Wie die Scheißtauben. Ich habe hier was zur Sicherheitsverwahrung für dich dabei. Das dient nur deinem eigenen Schutz. Ich zeig dir jetzt einfach mal das Wasser. Jetzt weiß ich, woran der Typ mich erinnert. An Johnny Depp? An einen jungen Johnny Depp? Krass, das wird mir jetzt erst klar. Er könnte voll der Sohn davon sein. Einen hat's erwischt. Und zwar den Dealer. Heisenberg ist tot. Der schwarze Heisenberg. Soll er noch atmen ein bisschen? Oh nein, jetzt ist er doch tot. Hallo, hallo? Entschuldigung? Hast du noch was Stoff dabei? Der ist töter als töt. Oder? Oh Mann, Niki, Schrägstrich Johnny, ist aber auch so ein richtiger Flitzbiebe. Erkennt man jetzt auch in der Einstellung. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich rufe also Papa an. Also Papa und Mama. In dem Fall wollte er, glaube ich, nur Papa anrufen. Also er wollte lieber seinen Pflegepapa anrufen. Okay.
Ich finde irgendwie die Maske oder deren Masken oder Make-up so krass übertrieben bei der Frau. Oder ich weiß es nicht. Er sieht voll aus wie Johnny Depp, jetzt auch mal Scheiß. Aber wir suchen uns schon mal die Ausreden zusammen für das Abschlachten eines Menschen, hm? Was man für seinen Ziehsohn nicht alles tut. Machen Amerikaner nicht die Tür zu an ihrem Auto, wenn sie irgendwo hingehen? Jetzt kommt der Moment, in dem die Eltern denken, der ist endgültig über die Wupper. Nein, 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 nein. Es wird besser, indem du es immer wieder drauf beteuerst und wie ein Bekloppter rumredest. Tut mir leid, da ist gar nicht. Aber auch gar keine Blutspuren, aber das ist eine Waffe, ne? Ja. Entweder geht es jetzt damit weiter, dass es jetzt darum geht, dass die Eltern rausfinden, dass es doch die Wahrheit gesagt hat, bis es zu spät ist. Oder aber jetzt gleich wird's lustig. Weil so viel Zombie hat man ja auch nicht, ne? Bis jetzt hatten wir ja nur das Mädel. Den Opa wissen wir ja nicht. Also viele Zombies gab es noch gar nicht. Und das ist anders als wie in The Walking Dead. Hier ist eher die Angst wichtiger. Vor diesen Geschöpfen. Und was ist hier eigentlich los mit der Welt? Ist das ein Anhalter? Der Anhalter des Todes. Ah, schon krass mit dem roten Scheinwerferlicht. Das ist krass. Wie dumm. Ja, aber keiner kennt die Gefahr. Ja, gut. Jetzt kann man immer noch Notwehr sagen, ne, Travis? Er war Notwehr. Per Anhalter in den Tod. Komisch. Normalerweise muss man die doch mal zacken. Draußen sagt man wieder, oh Gott. In der Kirche sagt man, zum Teufel. Hallöche, Bobösche. Das Zeug will ich auch. Entschuldigung.
Das war jetzt nicht, weil es langweilig war, sondern ich bin echt ein bisschen müde, ist ja auch schon spät. Wir haben kurz vor 12 und wir hören jetzt mit den Ausklängen der Credits dieses, ja, hornige, dieses also auch den Titel bestimmt. Worum geht's bei Fear the Walking Dead? Fear the Walking Dead handelt nicht wie Walking Dead von der Plage an sich. Aber ich glaube, was auch hier in Fear the Walking Dead nicht aufgeklärt wird, ist, wie es überhaupt dazu kam. Weil das interessiert Kirkman nicht. Also den Autoren der Comics und der Autoren dieser Serie. Denn Kirkman interessiert viel mehr. Übrigens, die Folge ist jetzt zu Ende. Ich gehe jetzt noch in einen kurzen Recap. Kirkman interessiert viel mehr, was macht diese Angst mit den Menschen, und deswegen heißt es jetzt auch Fear the Walking Dead. Während bei The Walking Dead hier das Problem ist, dass es hier um den Überlebenskampf geht, natürlich auch die Angst vor den Zombie-Horden, geht es jetzt hier darum, wie so langsam schleichend der Prozess kommt. Wenn ich jetzt auch gerade das Vorschau-Cover nochmal sehe, da sind so zwei Kinder am Basketball spielen, im Hintergrund lauert schon eine Silhouette eines schlurfenden Zombies. Ich glaube, hier wird es viel mehr darum gehen, wie langsam so die Gesellschaft zerbricht. Und das anhand dieser Patchwork-Familie. Ob es jetzt dann halt auch weiteren zukommt, wie bei The Walking Dead, kann ich mir schon gut vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, dass es eine ewig laufende Serie ist. Das weiß ich nicht. Das kommt drauf an. Ich glaube, es ist wie bei vielen Dingen. Ich kann den Kopfhörer mal absetzen. Ah. Es ist wie bei vielen Dingen, dass man, wenn man hat mit The Walking Dead angefangen. The Walking Dead ist Zombie-Metzelei, die kam ja hier, schon mal explizite Sachen kamen ja auch dritten schon vor. Walking Dead ist Flucht und Zusammenhalten von Gruppen, Gruppendynamik und sehr, sehr wechselnd in den Tiefen und Höhen und kann natürlich am Anfang auch viel krasser anfangen, weil die Apokalypse sozusagen schon da ist. Das hier ist alles noch ein bisschen ruhiger, finde ich. Aber man merkt schon, wie diese Zombies langsam in den Alltag einbrechen. Und ich glaube, das ist das, warum es bei Fear the Walking Dead geht. Auch wenn ich jetzt viel gemeckert habe, oder was heißt, viel nachgeäfft habe in dem Audiokommentar, den ich jetzt gegeben habe, gefiel mir die Folge eigentlich sehr gut. Es sind zwar ein paar Klischeesachen mit drin, aber es sind ja auch noch Fragen mit drin, wie zum Beispiel, was ist jetzt, nachdem die Familie diesen Kerl sozusagen als Zombie wiedergesehen hat, werden sie verstehen, was hier los ist? Was ist mit dem Drogensohn? Ist er im Endeffekt schon prädestiniert dazu, ein Zombie zu werden? Wo ist der Freund von Alicia? Und ich weiß nicht, ob der Gefängnisdirektor auch eine Rolle spielt oder sowas, also Barrack. Kann sein. Also es sind jetzt nicht so krasse offene Fragen, aber es ist auf jeden Fall schon mal, ich fand's ganz gut. Es ist erstmal was ruhiger, darauf habe ich mich auch eingestellt. Es wäre auch anders gewesen, wenn The Fear the Walking Dead die erste Sendung gewesen wäre. Dann hätte man es geil gefunden, dass es so langsam schleichend ist und nicht so wie bei Walking Dead, wo dann irgendwann Rick wirklich auf die Menge an Zombies trifft. Dann hätte man auch wieder gemeckert, dass The Walking Dead so krass ist. Und dementsprechend, da habe ich eigentlich nichts zu meckern. Ich fand es ganz gut. Ein bisschen zu klischeehaft. Die Masken fand ich, also das Make-up fand ich ein bisschen komisch. Fand sie war ein bisschen, die Mutter war ein bisschen zu krass getupft. Und manchmal sah es auch ein bisschen künstlich aus. Aber eigentlich, wenn ich sagen kann, sage ich mal so 8, 9 von 10, das ist schon gut gewesen. Ich freue mich auf die nächste Folge und will wissen, wie es mit denen weitergeht und was aus dem kleinen Johnny Depp wird, was aus der Familie wird und naja gut, man könnte diese pubertäre Null-Bock-Egal-Haltung, die könnten sie hoffentlich mal schnell ablegen, weil das muss nicht unbedingt sein. Ich hoffe, dieser erste Audio-Video-Kommentar hat euch sehr gefallen und bleibt dran bei der Fear the Walking Dead und wenn ich es schaffe, gibt es auch bei der nächsten Folge auch wieder ein Mitschauen und dann versuche ich mal, die Folge zu gucken, ohne dass ich sie vorgeguckt habe, ob das funktioniert, vielleicht beim nächsten Mal. Bis dahin, habt Angst vor dem Tod.